Hallo Hendrik, beste Grüße von der Müritz. Wir sind deine Pläne für diesen Sommer. Anfragezeitraum 18. Mai bis 2. September. Freue mich, von dir zu hören und sende herzliche Grüße, Nils Düel. Müritz Saga 2017, Open Air Theater, die Maske kehrt zurück. Wie kam es zu der E-Mail? Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also, es fing alles an letztes Jahr. Ist schon, glaube ich, ungefähr, also knapp über ein Jahr vorbei jetzt her, wo ich den geschrieben hatte. Die E-Mail habe ich jetzt für dieses Jahr bekommen. Ich habe mal wieder richtig Lust gehabt auf Theater und wollte unbedingt mal wieder irgendwo mit dabei sein. Da habe ich dann meinen Stunt-Mentor gefragt, ob der nicht irgendwas hätte. Und ja, der hat gesagt: Ja, klar, hier ist auf jeden Fall was. Frag doch mal an. Habe ich gemacht, habe den Mail geschrieben, dem Nils, und der hat dann gesagt: Ja, ist echt cool, was du machst, also sehr interessant. Ich will auf jeden Fall mehr Parkour einbauen und fechten und so, das kannst du ja auch alles. Das gehört ja dazu bei dem Stück. Der hat dann mich gefragt, ob ich ihn denn mal in Berlin, ob wir uns da treffen könnten, weil er zu dem Zeitpunkt in Berlin ist, dort ein paar Meetings hat und da können wir was trinken gehen und dann ein bisschen über das Zeug quatschen. Ich habe dann noch meine Showreel geschickt, so was ich halt alles so mache und kann. Und fand er auf jeden Fall sehr beeindruckend, hat mich sehr gefreut. Dann habe ich gesagt: Klar, dann bin ich an dem und dem Tag dann dort und kriegen wir hin. Habe ich meinen Kumpel gefragt, den ich schon des Öfteren gefragt habe, ob ich bei ihm pennen kann in Berlin, wenn ich dort irgendwie mal was zu tun hatte. Und letztendlich hat sich das dann aber irgendwie so rausgestellt, so dass mein Bruder selber dann auch zum gleichen Zeitpunkt zu ihm wollte. Oder besser gesagt, zu der Party. Denn mein Kumpel, den ich gefragt habe in Berlin, das klingt alles ein bisschen durcheinander, der hat gesagt: Ja, ist kein Problem, du kannst gerne bei mir knacken, aber ich bin an dem Tag abends bei einer Party unterwegs und du kannst ja mitkommen, wenn dir das nichts ausmacht. Und das Geile war, dass mein Bruder mit einem anderen Kumpel auch zu dieser Party gehen wollte, weil die halt miteinander ja auch dicke sind. Und dann habe ich gesagt: Ey, ja geil, dann komme ich gleich mit euch mit dem Auto, dann teilen wir uns die Kosten und so, alles geil. Hat alles mega gut gepasst, sind dann losgefahren nach Berlin und dann gleich zur Party. Und das, ich bin sehr froh, dass ich nicht trinke, sondern dann wäre das nämlich echt in die Hose gegangen wahrscheinlich. Ich habe keinen Schlaf bekommen, ich habe die ganze Nacht keinen Schlaf bekommen. Wir haben die ganze Zeit Tekken gezockt, also die ganze Zeit PlayStation, und die ganze Nacht lief Elektromucke durch, also war richtig geil, die Privatparty, die Fatsche, das hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall. War cool. Neue Leute kennengelernt, ja. Dann, die haben alle noch gepennt. Bin dann gegen, ich weiß nicht mehr genau, ich habe ja nicht wirklich geschlafen. Gegen 7 oder so bin ich los, richtigen Züge und Busse erwischt und dann halt auch das Restaurant gefunden, glücklicherweise. Es ging ziemlich schnell. Bei meinem Glück, dass ich mich immer so verlaufe. Ja, dann haben wir miteinander gequatscht und dem hat das alles ganz gut gefallen, was ich so von mir erzähle. Und es kommt auch sehr ehrlich, sympathisch rüber und so. Also nicht, dass es irgendwie gelogen wäre oder sonst was. Der hat auch meine Videos gesehen, also so ist er nicht. Auf jeden Fall waren wir uns auf Anhieb sympathisch, war sehr cool. War kein irgendwie gedrängtes Gespräch oder sowas. Er hat gesagt, dass er sich bei mir meldet, hat er auch gemacht. Letztendlich hat sich dann aber irgendwie herausgestellt, dass die für dieses Jahr doch nicht so viel brauchen. Selbst mein Stunt-Mentor, der hat dort nicht wirklich viel gemacht, obwohl er der Koordinator dort war für die ganzen Stunts. Das war halt so das Problem dann. Und deswegen musste ich mir ganz schnell eine andere Arbeit suchen und bin letztendlich dann im Hotel gelandet, wo ich dann aber auch neue Leute kennengelernt habe. Und das war dann wiederum sehr, sehr cool. Ja, ist halt immer so dieses Schicksalsspiel, ne? Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich in dem Theater gelandet wäre, was ich dafür coole Leute kennengelernt hätte. Andersrum, wäre ich nicht in dem Hotel gelandet, hätte oder als Security gearbeitet, dann hätte ich halt wiederum die coolen Leute nicht kennengelernt. Also, ne, Parallelen, hin und her, positiv denken. Ich finde es ein bisschen schade, also wurde jetzt halt angefragt, ob ich den Bock hätte. Und ich bin aber noch bis September hier und das Miese an der ganzen Sache, es fängt im Mai an und geht bis September. Ja, halt. Sommer Deutschland, ne? Und es ist ein Open-Air-Theater.
Sehr schade, aber ich habe eine kleine Mail bekommen, denn ich habe den schon zurückgeschrieben. Und zwar habe ich den geschrieben, leider muss ich absagen, da ich mich noch bis Mitte September in Australien befinde. Aber nächstes Jahr wäre ich sehr gerne dabei, wenn möglich. Tut mir sehr leid, ich wäre wirklich sehr gerne dabei gewesen. Viele Grüße aus Sydney, Hendrik Hendrixer. Und habe auch schon eine Mail zurückbekommen. Ah, es waren sogar noch die alten Mails hier mit, sieht spannend aus und so. Hallo Henry Jeschke, vielen Dank für die Links, sieht spannend aus. Ich bin am Sonntag in Berlin, am Montag wieder in Ware, von Dienstag bis Sonntag kommende Woche unterwegs. Aber ab 7. März wieder in Waren. Gerne würde ich Sie an einem der Tage, an den Orten, wo es Ihnen möglich ist, kennenlernen. Was passt am besten? Viele Grüße von der Müritz, Nils. Das war die erste E-Mail. Ja, 25. Februar 2016, 10.26 Uhr. Ja, ein kleiner Beweis, dass ich nicht lüge. kommen wir wieder back zur Gegenwart. Und zwar, genau, leider muss ich absagen, das hatte ich gesagt, und da kam auch dann schon zurück, das ist schade. Dir eine schicke Zeit und bis zum nächsten Jahr. Melde dich, wenn du wieder zurück bist. Bis dahin, alles Gute, Nils. Ja. Was ich an der E-Mail, die er mir zurückgeschrieben hat, gut finde, ist, dass es sehr positiv war. Also wenn ich wieder zurück bin, soll ich mich auf jeden Fall bei ihm melden. Scheint so, dass er hat mich noch nicht vergessen, sonst hätte er mir nicht geschrieben für dieses Jahr, aber dass er mich für nächstes Jahr haben möchte. So positiv denke ich jetzt einfach mal und ich freue mich drauf. Wenn ich dann Ende dieses Jahres zurück bin, werde ich mich auf jeden Fall bei ihm melden, werde mich dann vielleicht nochmal in Berlin treffen mit ihm, wenn das dann irgendwie passend möglich ist oder nötig ist überhaupt. Dann hoffe ich, dass ich 2018... dass wir uns dann vielleicht im Theater wiedersehen. Das klingt jetzt, als ob das mein Abschied wäre für einen Vlog. Nein, das natürlich nicht. Ich werde versuchen, möglichst weiter Vlogs zu machen. Ich habe auch noch einige Sachen in der Rückhand. Das hier sollte jetzt einfach nur ein spontaner Vlog sein, dass ich diese E-Mail bekommen habe. Es wäre jetzt blöd gekommen, wenn ich erstmal die ganzen Vlogs abgearbeitet hätte, die noch folgen. Und dann wäre der erst gekommen. Deswegen kleiner spontaner Vlog und kleine Story von mir. Wir sehen uns bis zum nächsten Vlog. Ciao, euer Hendrixer, Hendrixertainment. Bis zum nächsten Mal.